So, wir sind wieder hier bei Memento Mori und die große Konferenz steht an. Ich habe in dem letzten Teil ein komplettes Resümee gezogen über die ganzen Vorgänge, über Akt 1 und 2, die Zusammenhänge. Wenn ihr nicht ganz wisst, um was es geht, könnt ihr euch den Teil ja nochmal anschauen. Ich kann hier nicht in jedem Teil immer nochmal alles wiederholen, weil es schon sehr ausgiebig ist, die Story und ausgefeilt. Und deshalb will ich jetzt auch hier direkt ansetzen. Das war jetzt auch wieder ein Stück vorwärts kommen. Also, ich gehe jetzt mal in den Konferenzraum. Moment mal, haben Sie wirklich alles gelesen? Erinnern Sie sich auch genau an den Inhalt? Ja. Was denken Sie, aus welchem Grund ich hier der Boss bin? Aufgrund meiner Faulheit und Inkonsequenz? Nein, so ist das nicht. Ich wollte nur. Können wir jetzt gehen? Das ist ein kleiner Schlauschwätzer, ein Klugscheißer. Und dann bin ich jetzt gespannt, was auf uns zukommt. Wir sollen uns Bilder anschauen. FBI hat die uns Lara, wie rübergeschickt. war die Reise? Möchten Sie sich ausruhen? Und das Nein, ist Renier. mir geht es Okay. ziemlich gut. Aber ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Unter vier Augen. Später, ja? Hatten Sie Zeit, sich die Akte durchzulesen? Natürlich, aber warum sind Sie eigentlich hier? Sehen Sie, jede gute Tat wird sofort bestraft. Ihr Freund Diego hat darauf bestanden, dass wir Ihnen helfen. Mehr Leute und so weiter. Ich freue mich immer, Diego zu sehen. Aber Sie? Bei meiner Abreise haben Sie bei Interpol unser Budget verwaltet, nicht unsere Fälle. Lara, ich wackle nicht an Ihrem Stuhl als Leiterin der Abteilung. Sie waren weg, da habe ich zwischenzeitlich das Zepter in die Hand genommen. Ist es denn so schlimm, wenn wir einander helfen? Nein, natürlich nicht. Jede Hilfe ist begrüßenswert. Großartig. Im Projektor sind einige Bilder, die später als der Bericht eintrafen. Dies ist eine Kirche in der Mission Street. Hier verschwanden diese Statiker von Argo. Es wurde menschliches Blut gefunden. Und vor allem dieses Bild. Jemand hat mit Blut an der Wand herumgeschmiert? Nicht ganz. Wir reden hier von. Großer Gott! Ist das Blut? Wurde das wirklich mit menschlichem Blut gemalt? Ja, Sie haben den Bericht doch gelesen, oder? Natürlich habe ich das. Es hat mich nur so überrascht. Ich weiß, dass sich darin eine Analyse der drei Blutproben befindet. Ich unterbreche das Gespräch jetzt mal nicht. Wo fangen wir an? Bei dem Bild? Oder heben wir uns das für den Schluss auf? Darüber reden wir später. Zuerst sehen wir uns an, was dort passiert ist. So erfahren wir vielleicht auch, wie und warum es entstanden ist. Wie Sie sagten. Sie sind hier der Boss. Genau. Stellen wir unsere eigene These darüber auf, was dort wirklich geschehen ist. Jetzt werde ich die Beweise auf den Bildern markieren, die uns nützlich sein können. Na, das hört sich interessant an. Und wenn ich die Bilder sehe, da bringe ich natürlich auch gleich einiges mit Max in Verbindung, der solche Visionen ja auch hatte und beziehungsweise auch gezeichnet hatte auf seinen Bildern. Ihr könnt euch bestimmt an Kapstadt erinnern. Da stand ja so ein Bild auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Aber gut, wir gucken uns jetzt erstmal die Bilder an. Hier haben wir eine Projektorsteuerung. Na ja, gut, Feuermelder, eine Flipchart haben wir hier und einen Projektor. Gut, ich nehme mir jetzt erstmal hier die Projektorsteuerung und dann mal gucken, wie wir das Ding bedienen müssen Hiermit hier. wird der Projektor bedient. Ja, so, dann nehmen wir das Ding jetzt mal in die Hand. Erstmal kurz angucken. Gut, dass ich eine Fernbedienung habe. Viele Menschen sind nervös, wenn sie bei einer Präsentation still sitzen müssen. Mich eingeschlossen. Okay, so. Dann nimm doch das Ding jetzt mal in die Hand. Nein, verkehrt rum. So, in Verbindung mit der Leinwand. Gucken, ob das funktioniert. Etwas an dem Bild kommt mir vertraut So. vor. Wo habe ich das nur schon mal gesehen? Ich schätze, Sie haben bei Ihrer Arbeit schon hunderte von Gemälden gesehen. Nein, das ist es nicht. Das ist etwas anderes. Ja, sowas hat sie, denke ich mal, bei Max gesehen, ne? Also, was haben wir hier? Ah, hier können wir durchblättern. Hier können wir Print-Taste drücken. Print. Wenn ich etwas ausdrucken will, muss ich das nach der Besprechung tun. Ah, okay, gut. Was haben wir jetzt hier? Gut, die Tasten können wir bedienen.
On, off. So. Wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert dann was? Muss ich wahrscheinlich erstmal einschalten. Also, was hilft uns dabei herauszufinden, was hier passiert ist? Ah ja, jetzt habe ich hier einen Zeiger. Jetzt kann ich hier... markieren. Ein Alkoven mit glatter Wand. Ich weiß nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Gut, das haben wir jetzt hier. Da haben wir Figuren hier. Hände. Sieht aus wie Flügel. Das Bild ist faszinierend. Aber ich halte gerade nach etwas anderem Ausschau. Ach so. Na gut. Dann, was soll das sein? Gucken wir mal hier. Hier ist eine Blutspur. Das Blut. Der umgeworfene Stuhl. Wir sind uns vermutlich einig, dass das etwas zu bedeuten hat. Ich habe es mir auch angesehen. Aber was hoffen Sie da zu finden? Anscheinend saß eines der drei Opfer am Tisch und stürzte dann entweder oder wurde vom Täter mit dem Stuhl umgeworfen. Könnte sein. Und die Blutspur könnte von der Person auf dem Stuhl stammen. Sie wurde bewegt. Der Stuhl blieb, wo er ist. Vielleicht hat sich das Opfer nach dem Sturz nicht gewehrt. Es könnte schon tot gewesen sein. Müsste es da nicht mehr Blut geben? Das ist eine gute Frage. Möglicherweise war die Wunde abgebunden oder das Blut floss in die Kleidung. Nein. Vielleicht können Sie das nicht so gut sehen, aber auf dem Tisch sind auch einige kleine Flecken, die Blut sein könnten. Und das bedeutet? Das Opfer wurde ins Herz getroffen. Aus der Kehle spritzt zu viel Blut. Ich glaube, das Opfer wurde ins Herz getroffen. Das ist die vernünftigste Erklärung. Wie bitte? Ich denke wirklich, dass es so gewesen sein könnte. Gehen wir mal davon aus, dass das Opfer ins Herz getroffen wurde. Das Blut würde kurz aus der Wunde spritzen und auf dem Tisch landen. Dann hört das Herz auf zu schlagen. Das war's. Pumpt das Blut nicht mehr durch den Körper und somit, kurz darauf würde die Wunde nicht mehr bluten. Ja. So sieht's aus. Wenn wir das Blut analysieren könnten, wüssten wir vermutlich mehr über die Position der Wunde. Würden Sie lieber in der Pathologie arbeiten? Das weiß doch jeder, dass nicht oxygeniertes Blut dunkel, oxygeniertes jedoch hell ist. So erkennt man, aus welcher Herzkammer es kommt. Gut, das hat uns doch schon mal hier... Ja, hier haben wir die Blutspritzer nach vorne. Sagt sie da noch was? Nein, das ist der Helm. Was ist mit dem Helm? Das Opfer könnte ihn getragen haben und als es zu Boden stürzte, fiel der Helm herunter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich vermute eher, dass der Helm beim Sturz auf den Kopf geblieben ist. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Oder das Opfer trug ihn gar nicht und er ist vom Tisch gefallen. Ich glaube nicht, dass wir hier zu einem Konsens kommen werden. Ein umgeworfener Stuhl. Interessant, aber nicht das, was ich suche. So, haben wir hier was? Nee, also hier kommen wir nicht weiter. Ich schalte mal Bilder weiter. Was haben wir denn hier alles? Eine offene Tür. Das war wahrscheinlich der Einsturz, wofür die Techniker bestellt waren, um die Statik zu prüfen. Ich schalte mal weiter. Überall diese Figuren, da sind Hände sogar. Von wem sind die Hände? Diese Abdrücke sind sehr interessant, aber ich suche etwas anderes. Ja gut, was suchen wir anderes? Hier ist nochmal Blut. Das ist ziemlich viel Blut. Der Täter hat das Opfer an der Stelle einige Zeit liegen gelassen. Ja, sieht ganz so aus. Aber Sie sagten selbst, dass das Blut nicht mehr fließt, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, das Blut zirkuliert nicht mehr, aber natürlich fließt es langsam weiter von oben nach unten. Fassen wir zusammen. Wir wissen, dass eines der Opfer vermutlich durch einen Treffer ins Herz getötet wurde. Aber was für ein Treffer? Hat es eine Schießerei gegeben? Eine Schießerei war unwahrscheinlich. Mir ist nichts aufgefallen, was auf eine Schießerei hindeutet, und im Bericht steht auch nichts. Diego? Ich halte es für unwahrscheinlich. Bei einem Schuss ins Herz wäre der Stuhl beschädigt worden.
Nicht unbedingt, wenn der Täter aus einem bestimmten Winkel schoss oder die Kugel an einem Knochen oder Wirbel abprallte. Ich würde eine Schießerei jedoch vorerst ausschließen. Dann hat der Täter dem Opfer ins Herz gestochen? Warum sollte er das tun? Um Blut zum Malen zu bekommen? Das hätte er mit einem Behälter auffangen müssen. Das hat er natürlich. Aber wenn er nur das Blut wollte, hätte es auch eine Arterie getan. Das ist eher ein Ritual. Ritual oder nicht, was ist mit den anderen beiden? Waren sie nur Zuschauer? Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht waren sie bereits bewusstlos. Denken Sie da an das Gas aus dem Bericht? Verstehen Sie, was er meint, Lara? Wurden aber nicht durch das Gas vergiftet. Jean denkt an das Gas, aber er irrt sich. Im Bericht steht klar und deutlich, dass es nicht giftig ist. Daher kann es das nicht gewesen sein. Außerdem hätte es auch den Täter beeinträchtigt. Gut, hat sich das FBI noch für was anderes außer für das Bild interessiert? Sie wollen wissen, ob der Fall ein religiöses Motiv haben könnte. Dann sollten wir die Fotos durchgehen und versuchen, Beweise zu finden, die diese Hypothese stützen oder widerlegen. Sehen wir sie uns mal an. Ja, da hätten wir ja einmal auch diese Bibel hier. Wenn ich mich nicht irre, ist das aufgeschlagene Buch eine Bibel. Das ist ein wichtiger Hinweis. Und woher wissen Sie, dass sie nicht schon vor dem Verbrechen da lag? Glauben Sie, der Täter hätte sie zurückgelassen? Sehen Sie den Blutfleck? Er scheint sich unter der Bibel zu befinden. Blut, genau. Daher ist es für mich offensichtlich, dass die Bibel zu Boden gefallen ist, als sich das Blut bereits dort befunden hat. Hm, das klingt durchaus logisch. So, was haben wir noch? Es ist doch ein verziertes Kreuz, oder? Ein religiöseres Symbol lässt sich wohl kaum finden. Das stimmt. Aber meiner Ansicht nach beweist das gar nichts. Jemand hat ein Kreuz in den Keller gebracht. Aber es könnte auch während des Erdbebens beschädigt worden sein. Ich glaube auch nicht, dass es relevant ist. So, haben wir hier noch irgendwas? Ein Schrank? Nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Ich blätter mal weiter, was es hier noch alles gibt. Ah, hier mal ein Pinsel. Ich hätte erwartet, dass der Täter einen viel dünneren Pinsel nimmt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Noch was als Schatten hier als Kreuz? Nee, das bringt uns im Moment, aber da haben wir noch Blut hier, da gehe ich mal drauf. Nee. Also, das bringt uns auch nicht weiter. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Gab's hier irgendwas? Nein. So, jetzt gucken wir uns die Bilder mal an hier. Da muss doch auch irgendwas sein. Das Bild ist faszinierend. Nach den Handabdrücken. Aber ich halte gerade nach etwas anderem Ausschau. Ja, weiß ich. Die Handabdrücke, da gehen wir nochmal drauf. Weil ich denke mal, dass sie darauf jetzt abzielt. Nee, da sagt sie nichts. Da. Diese Abdrücke sind sehr interessant, aber ich suche etwas anderes. Da waren wir. Die Kreatur hat Flügel. Ja, man kann sie deutlich erkennen. Das haben wir ja schon vorher festgestellt. Hier auch. Noch mehr Flügel. Ein Engel? Gut, vermutlich. Jetzt gucken wir mal. Und hier... Sie müssen das Offensichtliche nicht kommentieren. Ein drittes Flügelpaar. Und die vierte Figur hat auch welche. Wie ich schon sagte, Engel. Vier verschiedene Engel. Lara, was machen Sie denn für ein Gesicht? Mir ist gerade klar geworden, dass das keine vier verschiedenen Engel sind. Diese Engel hier stammen nicht aus einem Kunstwerk, sondern aus vier verschiedenen Gemälden, die sich um die Verkündigung drehen. Sind Sie sicher? Woher wissen Sie das? Max hat eine Kopie von einem der Bilder gemalt, daher kam es mir so bekannt vor. Ich erinnere mich jetzt auch an die anderen beiden Gemälde. Und das letzte wird keine Ausnahme darstellen. Die Verkündigung? Dann ist der Engel vermutlich Gabriel. Erzengel Gabriel? Der Schutzengel? Laut neuerer Thesen. Aber laut dem Alten Testament ist er der Engel des Todes. Das klingt nicht gut.
Zumindest nicht für die verschwundenen Statiker. Nein, das tut es nicht. Max hat oft von ihm geträumt. Aber das war vorher. Vor dem... Lara, wir können gern eine Pause machen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Ich habe nur nachgedacht. Fassen wir zusammen. Wir wissen, dass das Bild aus Teilen von 4 anderen Gemälden mit religiösem Motiv besteht. Und dass der Täter nach der Tat eine Bibel in der Hand hatte. Vielleicht gehört sie ihm. Meiner Meinung nach sind das deutliche Beweise, dass die Religion hier eine große Rolle spielt. Hervorragend, Lara. Sehr gute Arbeit. Können wir uns jetzt auf das Wichtigste konzentrieren, anstatt einander zu beglückwünschen? Das Bild ist wirklich seltsam, nicht wahr? Sind Ihnen die detailreichen Abschnitte aufgefallen? Einige Pinselstriche sind sehr dünn und präzise. Weil nur ein dicker Pinsel da war. Was ist daran so seltsam, dass er einiges deutlicher gemalt hat? Der dicke Pinsel muss jetzt hier. Ich zeige es Ihnen. Da liegt er. Jean, sehen Sie diesen dicken und groben Pinsel? Hätten Sie so einen für das Bild benutzt? Und die Komposition. Vermutlich hatte er ein unglaublich gutes Gedächtnis. Wer immer das Bild gemalt hat, war sehr talentiert und erfahren. Das war nicht sein erstes Bild. Aber irgendwas kommt mir daran dennoch komisch vor. Abgesehen von der Tatsache, dass es ein Irrer gemalt hat. Mit menschlichem Blut. An dem Bild ist irgendetwas seltsam, nicht wahr? Das Gefühl habe ich auch. Ja, natürlich die Handabdrücke. Finden wir heraus, das kann was doch es nur ist. Von dem Täter sein. Die muss er ja irgendwie hinterlassen haben. Als seine Unterschrift vermutlich. Hier. Diese Handabdrücke. Die sind doch merkwürdig, oder? Natürlich, die Handabdrücke. Im Bericht stand nichts über Fingerabdrücke, also hat er wohl Handschuhe getragen. Aber das Wichtigste ist... Warum war er bei dem Bild so detailgetreu und hat es dann gleichzeitig durch seine Handabdrücke ruiniert? Gute Frage. Ich schätze, Sie haben bereits eine Hypothese aufgestellt. Ja, der Täter musste sich abstützen. Ja, natürlich. Nein, das natürlich nicht. Die Abdrücke wurden mit Absicht hinterlassen. Das mag seltsam klingen, aber ich denke, dass er die Abdrücke absichtlich hinterlassen hat. Sehen Sie, wie deutlich sie zu erkennen sind? Vermutlich hat er für jeden erst die Hand ins Blut getaucht. Das ist ziemlich verrückt, aber Sie könnten recht haben. Und er hielt einen Pinsel in einer Hand. Wenn er es nicht mit Absicht gemacht hat, dann müssten dort nur die Abdrücke einer Hand sein. Wir haben einiges herausgefunden. Haben Sie noch weitere Ideen? Die Position des Bildes könnte auch irgendwie von Bedeutung sein. Glauben Sie? Ich denke, er hat eine nackte Wand gefunden und einfach losgemalt. Das ich kann es euch anders. Auch zeigen. Nämlich, das war das erste Bild, was wir gesehen haben. Die war nämlich ganz glatt. Und zwar diese Wand. Warum hat er die nicht genommen? Sehen Sie das? Diese Wand ist völlig glatt. Hier hätte man wunderbar malen können, aber er malt direkt so daneben, auf einer unebenen Ziegelsteinmauer. Hm. Wissen Sie, was er damit bezwecken will? Ich bin mir so gut wie sicher. Außerdem, da könnte ich mich irren, aber ich habe 2 der Gemälde deutlich vor Augen, waren die Engel anders positioniert. Und damit wollen Sie uns was sagen? Ich denke, dass die Stelle, an der er das Bild zurückgelassen hat, etwas bedeutet. Ebenso wie die Platzierung jedes einzelnen Bildteils. Dafür wird sich das FBI bestimmt interessieren. Jean, stellen Sie Bilder zusammen, die sich um die Verkündigung drehen. Dann sehen wir sie uns genauer an. Jimenez, Sie helfen ihm. Ich habe noch etwas mit Lara zu besprechen. So. Was ist denn jetzt Gut. noch? Endlich haben wir etwas Zeit zum Reden. Lara, Diego hat Nein. mir von dieser Kündigung erzählt. Natürlich Wollen nicht. Ich will den Fall tun? Lösen. Der Charakter muss eine wichtige Entscheidung treffen. Diese Augenblicke repräsentieren das, woran er glaubt, und ihr Ausgang ist nicht immer gleich offensichtlich. Okay, nicht kündigen. Ich sollte mit der Kündigung noch warten, vor allem wegen dieses merkwürdigen Falls. Aber kann ich überhaupt weiter daran arbeiten? Die Erinnerungen an Max werden nicht immer da sein. Nein, ich habe es mir überlegt. Vorerst möchte ich nichts weiter, als an der Lösung dieses Falls zu arbeiten. Das ist die richtige Entscheidung, wirklich. Wir beide waren nie die besten Freunde. Ihre Methoden sind für meinen Geschmack oft zu grenzwertig. Aber sie erzielen Resultate. Ja,
Und weil wir niemand Besseren für Ihre Position haben, sollten Sie hier weiter das Ruder in der Hand behalten. Sie werden niemanden finden, mit dem Sie auskommen werden. Das wissen wir beide. Wenn Sie so offen sprechen, werde ich es auch tun, Lara. Ich habe dafür gesorgt, dass diese Abteilung unabhängig wird. Und ich beschaffe das angemessene Budget. Ja, ich sollte hier das Sagen haben. Keiner von uns bekommt das, was er sich wünscht. Da haben Sie recht. Gut, es hat sich hier unten einiges zwischenzeitlich getan. Ihr habt das gesehen. Zu 72%. Ja, was zu 72%? Haben wir das jetzt 72%ig abgeschlossen? Oder? Ich blick da noch nicht so ganz durch. Nachdem ich mit Renier gesprochen hatte, beschloss ich meine Kündigung, die ich eigentlich einreichen wollte, etwas zu vertagen. So. Können wir hier noch was machen? Nee. Gut. Dann hatte sie auch, glaube ich, ins Buch was geschrieben. Gut, ich wollte nicht ungerecht sein, aber Sonny ist nicht der Hellste. Gut, in einem Teil des Gemäldes habe ich eindeutige... Was? Bekatumis Verkündung wiedererkannt. Das Gemälde, das Max einst kopiert hat. Als ob sich alles verschworen hat, um mir Salz in die Wunde zu streuen. Darum ist selbst der Zufall gegen mich. Oder was ist, wenn ein Zufall aufhört, Zufall zu sein? Ja, vielleicht war es ja sogar Max. Vielleicht ist Max der Täter. Ich weiß es nicht. So, können wir da nochmal dran, weil dann würde ich jetzt hier mal Bilder ausdrucken. Geht das? Das muss ich mir genauer ansehen. Das muss ich nicht ausdrucken, da es mir nicht bei der Suche nach der Vorlage für diese Bilder hilft. Das nächste. So, dieses Foto wird bei der Suche sicher hilfreich sein. Ja. Das Foto wird mir weiterhelfen. Dieses Foto wird bei der Suche sicher hilfreich sein. Ja, das Foto wird mir weiterhelfen. Ja, dachte ich mir. Haben wir ja keine Fingerabdrücke, nichts drauf. Das bringt uns aber nichts, dass hier die Lage der Sachen, wie sie da abgebildet sind, vielleicht nochmal? Nein, okay, will sie nicht. Das muss ich nicht ausdrucken, da es... Nein. Das? Das muss ich. Das war das Erste. Das wollte sie auch nicht. Das nochmal? Nein, gut. Also wir haben die vier Engel jetzt nochmal abfotografiert, beziehungsweise ausgedruckt. Das Ding machen wir mal aus. Und ja, dann denke ich mal, wird es das wohl gewesen sein hier. Komme ich hier nochmal? Wie komme ich hier weg? Hier. Gut. Papiere, hier liegen noch Papiere. Aber bevor wir jetzt zu diesen Papieren kommen, ich klicke mal drauf. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel darüber ausgedruckt, wie man möglichst effektive Besprechungen abhält. Ah, okay. Vermutlich hat ihn noch niemand gelesen. So. Gut, dann denke ich zum Büro. Beziehungsweise zu dem Printgerät oder zu dem Drucker hier vorne, denke ich mal, müssen wir gehen. Weil wir ja jetzt die Ausdrucke brauchen. Die müssen doch dann hier sein, denke ich doch. So. Na toll, die Fotos sind nicht da. Dann muss ich mich eben selbst darum kümmern. Ich brauche keine Techniker, die mir nach einer Stunde rumhantieren etwas. Okay, bevor ich hier weitermache, wir müssen wahrscheinlich das Ding jetzt reparieren. Denke ich mal, die Besprechung ist vorbei, die Konferenz ist vorbei. Wir haben, ja, ich gehe davon, dass das hier vermutlich, ja, meine Falllösung ist, dass wir 72% fortgeschritten sind oder halt zu 72% da Erfolge jetzt reingebracht haben. Und
Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Ist recht interessant. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und wenn es euch genauso geht, dann schaut wieder rein. Und ich sage natürlich wie immer, bye bye, euer Wolfgang.